Ja, hallo. Dann fangen wir einfach mal an. Herzlich willkommen zu den Lightning Talks auf der GPN 11. Es haben sich jetzt doch einige Leute im Wiki eingetragen. Also ich glaube, 8 Leute haben sich im Wiki gemeldet und noch einige zusätzlich, die eben gesagt haben, dass sie auch noch gerne was sagen möchten. Das heißt, wir sind mit der Zeit relativ knapp. Ich möchte daher die Vortragenden bitten, sich auf die 5 Minuten, so gut es geht, zu beschränken. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, mir wurde eben gesagt, morgen ist ein Slot noch frei geworden, dass wir morgen noch weitermachen mit den Lightning Talks, wenn Leute wirklich noch was zu sagen haben und heute nicht auf ihre Kosten kommen. Okay, dann fangen wir jetzt einfach an und zunächst mal gehen wir die Vorträge durch, die im Wiki eingetragen waren, und danach können sich dann die Leute melden, die auch so gerne noch was sagen möchten. Eröffnet wird das Ganze heute Momo mit einem Titel, den ich nicht verraten soll. Du darfst den Titel schon verraten, also den, der im Wiki steht. Ich habe es editiert. Nee, also ich bin Momo, ich bin vom Shack und ja, wir wollten euch mal die LHC2 vorstellen, also den zweiten Large Hadron Collider. Was? Nee, natürlich nicht. Also wir nehmen die zweite Large Hackerspace Convention, die letztes Jahr schon das Raumzeitlabor angefangen hat, auf uns. Und zwar war das, glaube ich, so ausgelegt, dass es sowas wie ein Wanderpokal wird, wie der Easter Hack sozusagen, der einfach mal ein bisschen rumgeht. Und ja, dann haben wir halt gemeint, letztes Jahr auf der LHC, wir machen die zweite. Und das haben wir jetzt mal angefangen. Die erste Frage war irgendwie so, ja, ans Raumzeitlabor, was sollen wir denn machen? Und dann meinte Inte, an Epic of Epic Epicness. Und das werden wir natürlich versuchen. Was wir natürlich anbieten wollen, ist Hacken, Chillen, das Übliche halt wie hier, genauso wie Talks und Workshops. Und wir wollen das Ganze halt, wie auch die erste LHC, einfach auf einem Low-Orga-Level halten. Das Ganze ist vom 26.8. bis 28.8., also 12 Tage nach dem Camp. Die meisten von euch, die in einem Hackerspace sind, haben wahrscheinlich auch schon eine Einladung gekriegt. Die anderen dürfen natürlich auch gerne vorbeikommen. Es ist bei uns im Shack in Stuttgart. Wer nicht weiß, wie er da hinkommt, es gibt Internet. Und ja, bei den Kosten haben wir das, glaube ich, ziemlich gering gehalten. Wer trotzdem Bitcoins zahlen möchte, ich nehme die gerne einfach so an. Wer einfach nur vorbeikommen will, kann sich auf der Mailingliste anmelden. Das ist die lhcii@lists.shackspace.de oder @shackspace.de. Ist einfach nur ein Mailman, wie man sich da subscribt, solltet ihr alle wissen. Außerdem eben im Web auf shackspace.de/lhcii. Und wer irgendwie Bock hat, da noch einen Talk einzureichen oder einen Workshop einzureichen, schreibt mir am besten einfach eine Mail, momo@shackspace.de. Ja, there is no fan. War ich gut in der Zeit? War ich gut in der Zeit? Ja, wunderbar. Das war natürlich traumhaft und unter 5 Minuten. Genau. Unser nächster Referent wollte sich eigentlich gerne per Skype aus Berlin zuschalten lassen, ist aber leider gerade die ganze Zeit offline. Das heißt, der fällt wohl aus. Und das heißt, der nächste in der Liste wäre Conclamo. Ist der hier? Ah ja, sehr gut. Brauchst du irgendwie einen Rechner? Oh. Habt ihr auch einen Adapter? Ah, ich habe einen. Okay, da muss man, glaube ich. So. Ja, das kann ich nicht sagen. Hallo, wir sind Conclamo, beziehungsweise 50% von Conclamo. Also, das ist der Dennis, ich bin der Adam. Und wir würden gerne ein kleines Projekt, was wir vor ein paar Wochen begonnen haben, kurz vorstellen. Es ist in erster Linie eine neue Plattform, eine Messaging-Plattform. Und zwar mit dem großen Bezug auf GPS-Daten. Das heißt, wenn man das mit Twitter vergleichen könnte,
Und dann ist es ja so, dass man beim Twitter erst einen Account hat, einen User-Account, und mit diesem User-Account kann man Messages versenden, also Nachrichten versenden, und diese werden dann, also man kann auch Follower haben, also das ist, ja, brauche ich jetzt nicht weiter zu erläutern. Und bei uns ist es quasi umgekehrt. Bei uns ist der große Schwerpunkt auf die Anonymisierung gesetzt. Das heißt, bei uns gibt es in dem Sinne nicht wirklich einen User, sondern es gibt die Messages an sich, die Nachrichten. User-Angabe ist optional bei uns. Und genau, also die Sache ist die, wir haben das Ganze kombiniert mit Google Maps. Also das Ganze läuft wie Transmap, kennt ihr bestimmt, oder also Twitter Vision. Das sind so Seiten, in denen die Twitter-Nachrichten auf der, also die eine GPS-Location haben, die werden dann eben auch angezeigt in der Google Maps-Karte. Und bei uns ist das so, dass bei uns ist das so ähnlich. Vielleicht kannst du mir kurz irgendwie weiterhelfen. Ich bin grad. Also die Sache ist, bei Twitter hat man ja immer Follower. Man hat einen einzelnen User und man sagt, okay, die und die Personen wollen jetzt meine Messages lesen. Bei uns ist der Follower quasi, das Followen wird definiert über in welchen Aspekt auf der Karte, also wo schaust du auf der Karte gerade drauf. Das heißt, im Prinzip wird es möglich, sich mit den Leuten in der Umgebung zu unterhalten. Also das ist quasi die Idee. Jetzt könnten wir mal ein Beispiel zeigen. Du kannst ja mal gern die Festival-Map aufmachen. Da haben wir was vorbereitet. Der Desktop. Ja, also wir haben das an einem Beispiel, an einem praktischen Beispiel gezeigt. Und zwar, wenn wir das System zum Einsatz bringen könnten zum Fest hier in Karlsruhe, dann wäre das ungefähr, also ich kann es nicht beschreiben, vielleicht guckt ihr es euch mal an und vielleicht kannst du dann auch noch was dazu sagen. Genau. Also was man jetzt hier sieht, ist quasi, eine Message wird immer mit einem Message-Icon visualisiert und an der Seite gibt es den Message-Stream. Ja, das heißt, und das funktioniert auch alles in Echtzeit, das heißt, wir haben hier ein JavaScript-Applet, JavaScript-Applet, Quatsch, JavaScript auf die Seite komplett dynamisiert und die Message läuft automatisch, sobald sie gepostet wird, läuft sie ab. Und wenn jetzt jemandem die Message gefällt, also wenn man jetzt zum Beispiel, kannst du es mal ein bisschen langsamer machen? Also das ist jetzt ein Zeitraffer, also damit man das visualisieren könnte. Genau, also wenn einem jetzt quasi die Message gefällt, dann kann man im Prinzip sagen, ich energize die Message und dann wird die auf der Map wieder größer dargestellt. Das hat man vielleicht vorher kurz gesehen, dass die dann so aufgeblinkt ist und dann wieder abgelaufen ist. Und genau so wollen wir halt erreichen, dass im Prinzip... Flashst du das jetzt live, geil. Und genau so können wir quasi erreichen, dass im Prinzip Messages, die wichtig sind, die jetzt im Prinzip oft wieder benutzt, also oft von den Usern geenergized, also man kann es ein bisschen sich vorstellen wie geliked im Facebook, dass die dann auch weiter dargestellt werden. Ja, schon. Es ist quasi halt so, dass man, also wenn man jetzt im Prinzip das Festival-Beispiel hätte, ja. Also jemand ist auf dem Festival und will jetzt zum Beispiel eine andere Person finden, ja. Ich habe irgendjemanden verloren. Dann schreibt er einfach, ja, wo bist du? Ja, der andere kann dann sofort zurückschreiben und es ist auf seiner Location und das Ding wird dann live eingeblendet. Also, ja gut, das jetzt wird wirklich langsamer, aber, ja. Moment. So. Langsamer. Genau. Also man sieht jetzt hier, wir haben immer die Message-Icons dabei, die zeigen auf die Location, wo der User gerade zu dem Zeitpunkt war, als er die Message geschrieben hat. Und dann im Prinzip in dem Stream wird dann halt quasi direkt dargestellt, was das ist. Also, oder was er geschrieben hat. Und
Jetzt zum Beispiel bist du auf der Bühne und willst halt im Prinzip siehst halt zum Beispiel gerade das Beatsteak-Konzert, schreibst, dass die Mucke geil ist. Wenn jetzt andere Leute die Mucke auch geil finden, können sie quasi die Message energizen und die wird auf der Map dann immer größer. Ja. Und dadurch kann so eine Art Konversation entstehen, halt auf der Location basiert, aber immer auf den Zeitpunkt bestimmt. Das ist quasi unsere Idee. Es gibt auch eine Handy-App dazu auf Android, was die ganze Sache natürlich dann auch sehr interessant macht, wo man dann einfach im Prinzip überall, wo man ist, mit seiner aktuellen GPS-Location gerade postet. Und das Wichtige ist, die Message followt einem nicht, sondern man setzt die Message an dieser Position ab, quasi. Okay. Genau. Ja, genau. Wenn ihr wissen wollt, was es überhaupt damit auf sich hat, falls es jetzt nicht wirklich angekommen ist, könnt ihr uns gerne anlabern. Ja, danke. Und vielleicht noch was, kann ich noch was dazu sagen? Wir haben das Ding programmiert, es funktioniert und wer einfach Interesse hat, es mal zu sehen, der kann einfach mal mit uns in Kontakt treten, wir können das auch mal zeigen, vielleicht auch mal am Beamer oder irgendwie am Laptop irgendwo an unserem Platz und dann könnt ihr mal sehen, wie das Ganze auch wirklich in echt funktioniert, quasi. Das war jetzt nur eine Flash-Animation. Ja. Ja. Okay. Alles klar? Ja, ich schalte gerade die Präsentation. Wie geht das? Ich kenne mich nicht aus. Mac. Wo kann ich denn aus Test machen? Ja, vielen Dank. Der nächste hat sich ja gleich eingefunden. Willkommen bei der Vorstellung von Neo, dem Tastaturlayout, das für die deutsche Sprache optimiert ist. Ich will kurz eingehen, wie das entworfen wurde und was es ist. Also es ist quasi eine Alternative zu Querz. Querz ist recht unoptimiert eigentlich, muss man dazu sagen. Und es sieht folgendermaßen aus. Es gibt 6 Ebenen, deswegen muss man hier die Ebene der Nummer dazu schreiben. Auf der ersten Ebene sind die Kleinbuchstaben. Und die sind halt so verteilt, dass man deutsche Wörter möglichst kurze Wege hat mit den Fingern, dass die sich möglichst abwechseln. Also zum Beispiel sind links die Vokale und rechts die häufigsten Konsonanten oder so. Und die Hände möglichst gleich verteilt sind. Also wer Dvořák kennt oder so, der... Das ist jetzt für die deutsche Sprache, es ist theoretisch, gibt es den Vergleichen auch für Englisch teilweise besser als Dvořák, je nach Korpus, den man wählt. Und genau, so sieht die erste Ebene aus. Ich gehe gleich noch zu den anderen Sachen. So, das Mac zurück. Okay, die Großbuchstaben sind auch recht unspektakulär. Was man vielleicht hier sieht, ist, dass es ein großes SZ gibt, was schon standardisiert ist seit einiger Zeit. Und wichtige typografische Zeichen wie den Gedankenstrich oder die richtigen Anführungsstrichen, die man beim Tippen eigentlich häufig braucht. Es geht ganz normal mit Shift, das kennen wir alles. Okay. Die Ebene 3 sind die Sonder- und Programmierzeichen. Das ist macht Neo interessant auch für Programmierer. Also normalerweise beim deutschen Tastaturlayout, weil man 3 Zeichen mehr hat, liegen die ganzen geschweiften Klammern alle irgendwie sehr umständlich oder Backslashes, vor allem für LaTeX zum Beispiel. Hier sind diese Zeichen eben quasi alle auf die dritte Ebene ausgelagert. Die dritte Ebene ist auch nicht wirklich schwieriger zu erreichen als die zweite Ebene. Man nimmt einfach die Caps Lock Taste, die eh eigentlich sonst unbenutzt ist. Und hier gibt es die Raute-Taste auf der anderen Seite quasi, die verwendet wird, weil es am besten mal auf beiden Seiten ist. Okay, und da gibt es eben die unter den beiden wichtigsten Fingern sind die Klammern und die geschweiften Klammern und ein bisschen drüber die eckigen Klammern und die größer gleich, kleiner gleich Klammern quasi.
Und wichtige Zeichen, Backslash hier direkt auf der Grundlinie. Also man will möglichst viele Wörter auf der Grundlinie tippen können, wenn man es den Finger tippt, damit man nicht so viel bewegen muss. Genau. Das sieht jetzt erstmal, also da an die Ebene gewöhnt man sich auch schnell. Das ist quasi so die einzige Ebene, die man, wo man noch zusätzlich ein bisschen was lernen muss, weil die weiteren Ebenen, ach so, und die nächste auch noch. Ist nämlich auch ganz cool. Normalerweise muss man, wenn man irgendwie sich vertippt hat oder so, immer die rechte Hand recht weit von dem Grundreihe nehmen, um Del zu drücken. Hier gibt es jetzt quasi auf der linken Hand irgendwie mit Mod 4, das ist hier bei Alt Gr und hier unten, da wo sonst die Spitzenklammern drauf liegen, also die Größer-Kleiner-Gleichzeichen, ist hier der Navigationsblock mit Del und Escape, für Vim auch ganz praktisch. Wenn man normalerweise das Problem hat bei alternativen Tastaturlayouts, wenn man Vim tippen will, also vielleicht haben nicht alle das Problem, aber dann muss man die Zeichen auch wieder umlernen oder so, weil die Pfeiltasten aber anders liegen. Und hier hat man das einfach auf der vierten Ebene. Ganz allgemein auch Bild und so weiter. Und den Ziffernblock auf der rechten Ebene. So. Ebene 5 sind griechische Kleinbuchstaben. Also die sind jetzt wieder einfach zu merken, weil das Alpha unter über dem A liegt und so. Es gibt noch ein paar kleine Ausnahmen, die es halt nicht ins Schema passen. Und das ist halt für Formeln unter anderem zu gebrauchen. Also ist für naturwissenschaftlich, mathematisch interessierte Leute ist NEO recht hilfreich. Also vor allem, wenn man irgendwie Tech dazu gebracht hat, dass man dann direkt ein Alpha tippen kann und nicht Backslash IL PHA tippen muss. So. Und auf der sechsten Ebene die griechischen Großbuchstaben, immer dann, wenn sie sich von der eigentlichen Glyphe, von der lateinischen Glyphe unterscheiden. Also das große Alpha sieht genauso aus wie das große A, deswegen haben wir das nicht aufgenommen. Dafür hat man dann hier das für alle Zeichen zum Beispiel. Also es ist auch recht einfach zu merken. Auf dem E ist das Existenzquantor, auf dem A ist das für alle Zeichen und Allquantor und auf dem N ist das natürliche Zahlenzeichen. Also man kann recht einfach damit Formeln eingeben, direkt quasi in schneller Geschwindigkeit. Alle wichtigen mathematischen Zeichen sind da. Also ich gehe ganz kurz nochmal zurück. Ebene 5 geht mit Shift und Caps Lock gleichzeitig. Das ist nicht besonders schwierig zu tippen eigentlich. Und Ebene 6 ist mit Mod 4, Mod 3 quasi. Das so. Ja, die Vorteile, die meisten habe ich schon gesagt. Irgendwie ist es optimiert für die deutsche Sprache und Programmcode. Also die Programmierzeichenebene ist auch in gewisser Weise optimiert auf typische Digramme, Trigramme, für die man so im Code hat, auf der Kommandozeile oder in LaTeX oder so. Und es gibt einen großen Zeichenvorrat, mathematisch-sprachliche Zeichen sind recht viele direkt einfach tippbar. Also zum Beispiel kann man das internationale phonetische Alphabet, IPA, tippen, damit, das muss man ein bisschen lernen. Ich wollte mal eine Anleitung zu schreiben. Aber, genau, Vietnamesisch ist ganz einfach. Wir haben und Griechisch, da gibt es auch einen Modus für. Und Kyrillisch, da komme ich gleich noch zu. Okay, mathematische Zeichen und so weiter. Es gibt viele Merkhilfen zwischen den Ebenen, das heißt, es ist auch einfach zu erlernen. Eigentlich. Also man denkt erst 6 Ebenen. Ja. Und es ist ein Community-Projekt unter freier Lizenz und es wird auf der Mailingliste konsensdemokratisch quasi beschlossen. Das heißt, es führt manchmal zu langen Diskussionen, aber gerade wer Spaß hat am Diskutieren, also ja. Okay, es gibt noch tote Tasten, irgendwie recht viele, weil es 6 Ebenen gibt und 3 tote Tasten. Das heißt, man hat recht viele Möglichkeiten, um Diakritika zu machen. Die Tabelle war mal früher bei dem Wikipedia-Artikel, die wurde aber wegen Irrelevanz gelöscht. Ja, genau, also typische Zeichen Zirkumflex und so kennt man, was vielleicht hier ein bisschen ungewöhnlich ist, ist die Drehung, weil gerade im internationalen phonetischen Alphabet recht viele gedrehte Zeichen vorkommen, die man tippen will, dann hat man eine tote Taste dafür gemacht, damit kann man ganz viele Zeichen in IPA abdecken, aber zum Beispiel drehen und 8 gibt ein Unendlichzeichen, was man aber natürlich auch trotzdem auch einfach so eintippen kann. Und hier für die viele hat man auch so einen Haken, da kann man afrikanische Sprachen gut mit eintippen, weil die okay, also man kann eigentlich alle lateinisch basierten Sprachen eintippen und Griechisch geht eben auch und Kyrillisch.
Da habe ich mal einen Modus für geschrieben, war ein bisschen Aufwand. Wird aber bisher noch nicht so verwendet. Damit kann man quasi dann alle EU-Amtssprachen auch eintippen, was ganz cool ist eigentlich. Genau, die hat auch möglichst viele Merkhilfen wie die Kyrillisch. Also wenn jemand mal Kyrillisch lernen will, dann ist Neo sehr optimal geeignet. So, was ist schon? Ach so, genau. Kurz noch den Ausblick. Es wird zurzeit an Neo 3 gearbeitet. Also was ich vorgestellt habe, war die Version 2. Da versucht man quasi mit Optimierungsalgorithmen, die man verbessert hat, mit Tools und so, die man auch freigibt später, nochmal das Grundlayout nochmal neu zu würfeln irgendwie. Das ist aber alles, das dauert noch ewig. Also wir haben für Neo irgendwie recht lange entwickelt, irgendwie über 5 Jahre ist das entstanden. Das heißt, eigentlich ist es so schon ganz gut, wie es ist. Es gibt jetzt Leute, die also neue Erkenntnisse einbauen wollen. Das soll aber nicht daran hindern, jetzt schon vielleicht schon mal Neo 2 zu lernen. Okay, es könnte Portierungen auf andere Sprachen geben. Auf der Mailingliste hat sich jemand gemeldet, der Slowenisch eine Version haben will. Und ja, genau, wer Lust auf Diskussionen, Entwicklung hat, irgendwie man kann sich recht ja, lange über einzelne Zeichen unterhalten oder so, kann auch mitentwickeln. Das ist, macht Spaß. okay, das war's schon. Ja, genau, für Fragen später. Ja, vielen Dank. Als nächstes, genau, Skytel und Skyer. Skyr. Genau. Das mit No annehmen, das obere. Das da? Genau. So, das nehme ich mal direkt hier in so, dann geht nämlich auch Fullscreen. Es ist immer gut, einen Mac-Profi mit am Start zu haben. Ah, Wahnsinn. Yeah, Wut. So, hi, wir sind Skyr und Skytel. Ich habe bei dem What to Hack schon irgendwie was über One to Many erzählt. Dezentralisierte Twitter-Alternative. Okay, warum? Ja, Twitter ist momentan so ein Single Point of Failure. Wenn Twitter mal nicht mehr will, dann habt ihr alle ein Problem. Wir gehen jetzt ganz schnell über die Folien, weil 5 Minuten. Umgekehrt kann man argumentieren, Twitter mag man vielleicht nicht, weil Twitter hat ein Geschäftsmodell, also es ist einfach eine Firma, die müssen irgendwo Geld verdienen und was haben sie? Sie haben eure Daten. Manche Leute finden das vielleicht nicht so sympathisch und Freunde der gepflegten Verschwörungstheorie können da jetzt auch noch spekulieren, dass ob es da irgendwie die Default-Hintertür für irgendwelche Vereinigungen der Vereinigten Staaten gibt. Genau, also es ist auch ein politischer Single Point of Failure, das heißt, wenn irgendwo mal das Internet abgestellt ist, dann hast du kein Twitter mehr, kommst nicht mehr raus, kommst nicht mehr rein, hast keine Infos mehr, deswegen sollte man das alles so ansatzweise mal dezentral machen. Warum nehmen wir nicht irgendwelche bestehenden Alternativen? Es gibt ja hier Identica, StatusNet, was auch immer, die vertrauen halt darauf, dass das DNS funktioniert, da wollen wir erstmal nicht drauf vertrauen, weil das lässt sich leicht sabotieren. DNS-Server kannst du offline nehmen, zentrale Server, auf denen 1000 User liegen, kannst du offline nehmen. Und ja, es funktioniert halt nicht, wenn plötzlich innerhalb deines Landes mal das komplette Internet abgestellt wird. Ja, was wir uns wünschen für so in den Diskussionen, was rausgekommen ist, wir hätten gerne sowas Ähnliches wie Twitter. Also wir wollen öffentliche Nachrichten, wir wollen Direktnachrichten schicken. Wir hätten auch gerne noch sowas wie Gruppennachrichten, also dass man sowas Ähnliches, also ein Stück weit nachmodelliert, wie es in diversen sozialen Netzen ist, so eine Wall ist, wo, keine Ahnung, der Freundeskreis noch ein paar Nachrichten mehr sieht und die, keine Ahnung, die Freunde nochmal ein anderes Nachrichtenset zu sehen bekommen. Das Ganze soll bitteschön so sein, dass es zensurresistent ist, also dass es schwierig ist, das Ganze kaputt zu machen. Und das Ganze wollen wir natürlich nicht so machen, dass man sich auf die Software verlassen muss, dass die das dann schon richtig macht, nur die richtigen Nachrichten ausliefert den passenden Leuten, sondern wir wollen das Ganze durch Kryptografie sicherstellen, dass auch wirklich so ist. Genau. Wie funktioniert das ungefähr? Also die Tweets, die Nachrichten, wir haben noch kein wirkliches Wort dafür, liegen in der DHT, in der Distributed Hash Table. Das heißt, es gibt irgendwie eine Menge Clients, Server, Nodes sozusagen, die da untereinander die Daten austauschen. Du kannst dich irgendwie zu einem beliebigen DHT-Node connecten, um irgendwie Zeug zu posten. Es soll noch zusätzliche, also das grundlegende Netz soll relativ simpel sein. Zusatzfunktionen kann man immer noch mit irgendwelchen externen Services draufklatschen. Genau, sind optional und man kann sich aussuchen, was davon man haben will und was nicht.
ja, was in der DHT drin sein soll. Also wie gerade gesehen, also der Knackpunkt ist, wir haben diese Dreiteilung, wir haben einmal so diese DHT, die ist so das Gedächtnis von dem ganzen Netz, da sind die Nachrichten gespeichert. Die Clients konnektieren sich da drauf und die Services können irgendwelche Dinge tun, die man lieber zentral tut. Und also was der Job von der DHT ist, also sie macht das Gedächtnis, die Funktionalität von diesen DHT Teilnehmern soll sein, dass sie sich um Nachrichtenreplikation kümmern. Also wenn jemand wieder offline geht, dass er, klar, er muss seine gespeicherte Info wieder verteilen. Aber es soll auch so sein, dass Nachrichten, wenn man sie reinschickt, auch redundant gespeichert werden. Also dass sie nicht nur in einem Knoten liegen, sondern dass es davon Replikate gibt. Wenn so ein Knoten eine Information bekommt, die er speichern soll, je nachdem, was es für ein Data, für ein Typ ist, für ein Nachrichtentyp ist, prüft er die Validität. Also bei manchen darf man nicht überschreiben, bei manchen darf man überschreiben, wenn es Signatur gilt. Dann gibt es Einträge, wo angehängt wird. Also da muss es sich unterschiedlich verhalten. Alte Nachrichten soll das Netz nach einer Weile einfach vergessen, also damit die Datenmenge einfach nicht überhand nimmt. Letzte Sache ist, die Knoten geben IPs ihrer Nachbarn breit, falls man selber mal nicht mehr verfügbar ist, dass man andere Einstiegspunkte hat. Genau, so, wir müssen ein bisschen schneller hier. Was machen die Clients? Die managen dein Profil? Wir sind zu zweit, die kriegen sich nicht. Ja, ach so. Es gibt keine global eindeutigen Nickname, es gibt keine Adresse irgendwie, bla@server.org oder so, sondern deine ID ist dein Public Key, so wie in GPG zum Beispiel. Du darfst dir natürlich einen Nickname aussuchen, aber niemand garantiert dir, dass der global eindeutig ist. Du kannst dein Profil liegt in der DHT. In der DHT liegt unter deinem Profil auch ein Pointer auf den letzten Tweet, den du hattest. Und bei dem letzten Tweet hängt ein Pointer auf den Tweet davor und so weiter. Drift, History zurück. Git lässt grüßen. Genau, der Client speichert irgendwie alle möglichen Tweets und heruntergeladenes Zeug. Und wenn es einen großen Split gibt, das Internet abgeschaltet ist, dann kann man irgendwie die DHT neu aufbauen und verrückte Dinge tun. Ja. Genau. Was steht in der DHT? Ja, in der DHT, klar, die Nachrichten. Wir wollen auch ein Nachrichtenlimit, aber die 140 Zeichen sind irgendwo dämlich. Jede Nachricht, wir haben viele Ideen, was an Metadaten noch mit drinstehen sollen, was man damit Gutes machen kann. Das Ganze soll irgendwie signiert sein, dass man also nicht Nachrichten in andere Leute Namen verteilen kann. Zweiter Typ sind so die User-Profiles, also wo eben drin steckt der erwähnte Nickname, Image, Bibliografie. Sowas wie, wer folgt wem, haben wir jetzt natürlich jetzt nicht, so direkt nicht. Also es gibt eben nicht das zentrale Register wie bei Twitter. Wir machen das so, dass jeder auf seinem Profil so eine Art Recommendation-List hinterlegen kann, sagen kann, okay, diese Leute empfehle ich zum Lesen. Also das ist so, das entspricht dem, was man momentan bei Twitter schauen kann, wem folge ich. Client kann das 1:1 so modellieren, ist aber nicht zwingend. Und dann soll es noch ein Nickname-Lookup geben, also dass man schauen kann, ich suche den Nickname Skyr oder Skytail, was für Public-Key-Kandidaten gibt es dazu, dann kann ich nachschauen, das Profil dazu, ist das mein Kandidat, wenn ich dem Ganzen so traue, dann kann ich dem folgen. Genau, einen Haufen Kram wissen wir noch nicht, auch das Ganze, was hier... Zumindest noch nicht so genau. Ja, ach so, schön. Was jetzt hier in der Folie drin war, ist auch alles noch nicht in Stein gemeißelt. Wir haben einen Haufen Zeug, wo wir noch uns den Kopf drüber zerbrechen müssen, wie wir das am sinnvollsten umsetzen. Das heißt, Input und Leute, die mitmachen wollen, sind wahnsinnig gern gesehen. Verschlüsselung, Mentions, Direct Messages, wie auch immer soll es funktionieren. Und auch den Krieg um die tatsächliche Programmiersprache für die erste Implementierung ist auch noch nicht ausgestanden. Das wird noch hart, genau. Also, ihr könnt helfen, dass One-to-Many in irgendeiner Form sexy wird. Das heißt also, Input erwünscht, Leute, die mit uns diskutieren wollten, Leute, die irgendwie mithelfen wollen, die in irgendeiner Form dem Ganzen beitragen können. Es gibt einen Twitter-Account, One-to-Many-Project. Ansonsten der Projekt-Hub ist hier. Ein GitHub-Repo gibt es schon. Und ansonsten, das war's schon. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. 37. Ja, vielen Dank. Als nächstes gibt es was zu Freedom Box. Kann man das hier stabil?
Ja, hallo, ich heiße Thomas Rudi. Hier sind ja meine Angaben und der Titel meines Beitrages wäre Ausbreitung eines Netzwerks von Freedom Boxes. Ich habe hier meine E-Mail-Adresse und eine Website, wo ich eine Wiki betreibe. Hier ist auch eine ganz einfache Darstellung von The Freedom Box, so ähnlich einem kommerziell erhältlichen Shiva-Plug. So wie jetzt gerade im letzten Beitrag angedeutet wurde, die Notwendigkeit, dass in Ländern mit repressiven Regimen es sogenannte Freedom Fighters gibt, die dann die Kryptographie, die Verschlüsselung in besonderer Weise benötigen. Das wären ja die Aktivisten, die geholfen werden sollen. Das ist eine Benutzergruppe von der Freedom Box Initiative und der andere Benutzerkreis wäre ja der Normalverbraucher, der auch in einem Umfeld tätig ist, bezeichnet als Surveillance Society zum Beispiel, wo er auch gewisse Bedürfnisse hat an Privacy. Die Freedom Box ist eine Vision von eben Moghlen, wie gesagt, dem Jura-Professor in der New York University, aber es existieren durchaus Lösungen jetzt schon. Die Bewegung Freedom Box Initiative arbeitet vor allen Dingen an einer besseren Benutzerfreundlichkeit. Solche Lösungen, auch die Arbeiten an Ausbesserung der bekannten Schwächen in einer zentralen Autorität wie der Domain Name System. Und dann gibt es dann noch den großen Brocken. Kryptografische Sicherheit kann ja immer nur relativ sein. Es gibt ja keine perfekte Sicherheit. Neulich haben wir eine Diskussion, was ist besser, jetzt schnell den Aktivisten eine Lösung an die Hand zu geben, die vielleicht nicht hundertprozentig sicher ist, weil hundertprozentige Sicherheit sich nicht erreichen lässt. Oder sollte man lieber abwarten, länger und daran feilen, dass es besser wird? Eine große Gefahr besteht darin, dass Leute meinen würden, die Freedom Box sei richtig sicher und es ist vielleicht doch noch eine Lücke drin, dass zum Beispiel ein Update kommt, wo die Repositories nicht unbedingt vertrauenswürdig sind. Also das ist dann ein großes verbleibendes Problem, aber Ziel ist es nur, in einem weiteren Jahr diese Dinge zu lösen, so dass eigentlich nur Zeit bleiben würde, die Puristen in der sehr aktiven Mailingliste von vielen bekannten Namen, die an dieser Sache arbeiten, die Puristen meinen, in dem einen Jahr, wie angekündigt, kann es nicht gewährleistet werden, sondern es wird ja eher 2 Jahre werden, und die Diskussion geht da weiter. Ich wollte hiermit dann ein paar Lösungen aufzeigen von Leuten, die in der Mailingliste sehr aktiv sind und von sich behaupten, mehr oder weniger ein Freedom Box schon realisiert zu haben. Zum Beispiel diese aus den Niederlanden. Man sieht ganz einfach, um was es da gehen soll, an Lösungen, WordPress und SSH, E-Mail and Encrypted File Storage. Ein weiterer sehr aktiver Mensch hat auf knownelement.com eine andere Lösung. Übrigens, der bei knownelement hat eine sehr interessante paar Seiten, wie der Benutzer die Hoheit über seine Daten zurückgewinnen kann. Er bestellt dann eben die kommerziellen Cloud-Services ab und findet dann auf einem eigenen Hardware dann eine Ersatzlösung. Dieser Mann in France hat eine ziemlich einfache Lösung, aber dafür eine sehr benutzerfreundliche. Und dann gerade in Stuttgart, ich hoffe nächste Woche, mit den Leuten von OnCloud näher in Verbindung zu kommen. Aber ich will hiermit nur aufzeigen, wie international die Bewegung ist. Mein Vorschlag hier jetzt zu Ende meiner
zugeteilten 5 Minuten, wäre, dass man sich besser vernetzt, hier lokal, wo in anderen Ländern etwas los ist, aber wir könnten hier von Angesicht zu Angesicht uns besser verständigen, zum Beispiel hier administrative Fragen, wie in Internet Service Provider Verträgen. Mir ist jetzt schon mal gesagt, hier vor einer Stunde oder zwei, welche Unterschiede bestehen in den Wortlauten an Provider, in Provider-Verträgen. Bei manchen Providern ist es einem eher erlaubt, einen Server zu betreiben und Dienste anzubieten, was normalerweise dem Normalmodell von einem Verbraucher nicht entspricht, sondern auf diese Weise soll der vermeintliche Verbraucher auch zu einem Anbieter werden, indem er einen Server betreibt. Auch technische Fragen werden da zu klären. Und auch überhaupt hier, wie ich ja oben angedeutet habe, mit diesem Tiny URL, wer dort reinschaut in die Mailingliste, also ich bekomme jeden Tag da mehrere Digests zugeteilt und verfolge das seit den Anfängen, so dass ich ein gewisses Wissen angesammelt habe. Aber ich würde gern mich austauschen mit anderen, die sich natürlich nicht gleich zurechtfinden in einer so riesigen Mailingliste, obwohl ich hier einen Hinweis gebe, wo man das Archiv finden kann. Aber sich zurecht in so einem Archiv zu finden, ist auch nicht einfach. Daher bitte ich diejenigen, die an einem Erfahrungsaustausch interessiert wären, sich bei mir zu melden. Würde mich denn darüber freuen. Dankeschön. Alles klar, vielen Dank. Der nächste ist Martin. Ist der da? Nein. Ach so. Hast du ein eigenes? Ach so, okay. Servus, mein Name ist F. Plätz oder Martin, je nachdem, wie wir mit dem Trend gehen wollen. Ja, ich würde euch jetzt keine Folien auflegen, es sei denn, jemand möchte einen Jan-Cat für 5 Minuten sehen, aber... Gut, dann möge das der Inhaber dieses Notebooks tun, wenn ich schon mal weiterrede. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr einige von euch diesen Moment, wenn man mal wieder im Hackerspace sitzt und ja, was auch immer tut und dann irgendwann feststellt, Mensch, diese oder jene Domain, das ist eigentlich vom Namen so dämlich, das gibt's doch bestimmt schon. Ja, so ist es uns auch letztens oder mir mal vor einiger Zeit gegangen. Dann, ja, nerddate.de, das hört sich so dämlich an, das ist so ein schlechtes Wortspiel. Das gibt's bestimmt schon. Nee, gibt's nicht. Ah, okay, gut. Eine Domain kostet 2 € im Jahr, kann man mal mitnehmen. Ja, haben wir auch... Ich habe keine Sedo-Seite drauf, du kannst sie mir abkaufen. Nein. Ja, gut, das Ding ist dann irgendwie für einige Zeit dann irgendwo in irgendeinem Admin-Tool herumgeflogen, hat nichts getan, außer Strom zu verbrauchen. Nicht mal Bitcoins produziert. Naja. Bis dann irgendwann jemand auf die Idee kam, ja komm, lass uns doch mal ein Konzept dazu ausdenken. Und darum wird es jetzt gehen, das mal ganz grob hier vorzustellen, was wir uns da überlegt haben. Wir werden, das Ganze ist noch nicht realisiert in keiner einzigen Form. Und wenn es jetzt zu viele Leute geben, die sagen, raus, das will ich auf keinen Fall sehen, machen wir das auch nicht. Sollten sich allerdings wieder warten, doch Leute hier finden, die sagen, das finde ich lustig und dann möchte ich auch mitmachen oder habe noch Ideen dazu. Ja, ist auch gern gesehen. Nun, man kennt das ganze Klischee von wegen, Nerds schwer zu vermitteln und überhaupt, ja, irgendwelche Elitepartner.de oder was auch immer, normale Schreibweise wohlgemerkt. Du wolltest doch nur die Domain haben. Deine Mutter wollen. Genau. Ja, ist irgendwie etwas kompliziert und überhaupt Daten angeben ist auch doof und ja, Privacy, wir kennen die ganze Geschichte. Und überhaupt so von wegen, ja, schau mal, hier sind meine Daten, ich gehe gerne Skifahren und überhaupt ist auch doof. Damit kann man doch zumindest aus Nerd-Sicht keine wirkliche qualifizierte Aussage treffen, ob das jetzt ein idealer Partner ist, der immer mit 99,5%iger Wahrscheinlichkeit vermittelt wird von den Anbietern, das Treffen. Oh. Was machst du da? Du hast es gewollt, ja. Ich wollte es nicht. Okay, also dann kam, okay, gut, wir brauchen also natürlich schon mal keine Fotos auf dieser ganzen Plattform. Es werden einfach nur so ein paar Basisdaten abgefragt.
Außer so natürlich schon Spielereien. Wenn sich jemand mit einem Mac registriert, kriegt er gleich mal ein dickes, fettes Ausrufezeichen, damit sich die ganzen ThinkPad-Nutzer auch wissen, auf wen sie sich da im Zweifelsfall einlassen. Und natürlich, man möchte ja möglichst viele Frauen da irgendwie in diese Plattform reinzubekommen, weil ich meine, schauen wir uns mal hier auf der, ja, hier um, ich meine, sind jetzt nicht so viele, bis auf die üblichen Verdächtigen. Ja, dementsprechend haben wir gesagt, okay, gut, das Konzept sieht dann so aus, man kann natürlich seine ganzen Daten angeben, seine Lieblingsprogrammiersprache zum Beispiel auch. Und die Damen, die wir natürlich zahlreich willkommen heißen wollen, können Aufträge erstellen. Also das kann man jetzt halt auch so ein bisschen sehen wie, keine Ahnung, Amazons Mechanical Turk, falls das Ding überhaupt noch existiert. Ja, ich habe es vor 2 Jahren zum ersten Mal gelesen, dann war es das wieder. Zum Beispiel, jetzt mal ganz banal, erstelle mir ein Skript, was die Quersumme von einer beliebigen Zahl ausrechnet. Dieser Auftrag wird dann gestellt und ja, sagen wir mal zum Beispiel, die Dame hat dann irgendwie 3 Aufträge, die sie stellen kann, dann können sie 3 verschiedene Aufgaben geben. Wir als Männer können dann diese Aufgaben lösen und dann die Ergebnisse darstellen. Diese werden dann geratet natürlich und nach Qualität, Kreativität oder Mateverbrauch beim Erstellen der Lösung, wie auch immer, dann natürlich sortiert und bewertet werden können. Und ja, so kann sich dann sozusagen die Dame den idealen Partner aussuchen. Oder umgekehrt natürlich eventuell auch der Mann, die Dame. Ja, nun, wie kann man das Ganze jetzt verhindern, dass da Missbrauch mitgetrieben wird und dann irgendwer das einfach als ja, Plattform für ich lasse meine Hausaufgaben da machen? Ich meine, ich habe gehört, mit G8 sollte jetzt auch Informatik mal auf dem Stundenplan ankommen. Ja, dachte ich mir doch. Naja, also es gibt wie gesagt dieses Limit und vor allem man möchte den Damen die natürlich dann beschränken, dass sie natürlich sich nicht beliebig viele Accounts anlegen können. Also es sind wir doch wieder am Anfang angekommen, es muss doch eine Art von Verifikation geben, natürlich also doch Bilder hochladen, die dann natürlich von einem geschulten Administratorenteam geprüft werden und natürlich dann sofort vernichtet werden. Womit wir natürlich nur wieder bei dem Punkt sind von wegen, außer wahrscheinlich hier 5, 6 Mädels, die hier gerade im Saal sitzen oder wahrscheinlich auch nicht einmal das tun, haben wir wahrscheinlich niemanden, der da wirklich mitziehen würde bei dieser Idee. Womit wir hier sind und natürlich sagen, okay, gut, die paar, die dann eben da mitmachen und ihre Aufgaben gestellt haben, müssen natürlich auch animiert werden, sich mit den Leuten zu treffen. Deswegen machen wir dann ganz tolle Tokens, die dann jeder bekommt und die dann bei einem persönlichen Treffen ausgetauscht werden müssen, um ein vorhandenes Real-Life-Treffen ja, zu bestätigen. Wir können jetzt auch noch ganz toll irgendwie mit, keine Ahnung, eine Android-App und GPS und man muss sich irgendwo treffen, weil GPS-Spoofing funktioniert ja natürlich nicht und ist auch auf keinem der Entwicklergeräte verfügbar. Deswegen wäre das auch total sicher. Ja, dementsprechend, das wäre so das grobe Konzept, was wir uns bei 5 Mate und diversen Chunks ausgedacht haben. Sollte es hier jemanden geben, der sagt, das ist so krank, dann möchte ich auch irgendwie meinen Senf mit dazu abgeben und ich habe eine ultimative Idee, würde ich mich freuen, wenn diese dann auf uns mich zukommen und wir das entsprechend noch weiterentwickeln. Ja. So viel hierzu. Noch Fragen oder wollen wir weitermachen? Regenbogen scheißende Katzen. Gut, ja. Dann war's das. Genau. Vielen Dank. Genau, als nächstes gibt's was zur Skala. Ja, perfekt. Passt das so? Kann man das, ja, das ist super. Moment, ich... sorry, also ich komme gerade mit der Auflösung nicht mehr an meinen Vortrag dran. Was macht ihr denn alle mit euren Desktops? So, ja. Herzlich willkommen, ich bin der Simon. Es hieß ja Gulasch Programmiernacht, da habe ich mir gedacht, hey,
warum nicht auch mal eine Programmiersprache vorstellen. Wer hat denn hier so ein bisschen Programmiererfahrung? Hand hoch? Okay, gut, also bin ich nicht komplett irgendwo im falschen Film. Okay, die Programmiersprache, die ich vorstellen möchte, das ist Scala. Die kombiniert objektorientierte und funktionale Aspekte, läuft auf der Java-VM. Das kann man mögen oder auch nicht. Man kann auch andere Sprachen, die auf der Java-VM laufen, ansprechen, also zum Beispiel Java oder Clojure oder sonst was. Hat eine relativ kleine Spezifikation und einen kleinen Sprachkern. Kleiner als Java, was wiederum kleiner ist wie C#, ist statisch typisiert wie Java und hat ein bisschen Typinferenz, also lokale, wenn einem das sagt. Ja, ich habe das ein bisschen so Richtung Richtung Java-Entwickler getargetet, diese Präsentation. Also im Grunde, es werden die Dinge entfernt, die man nicht so gern hat, wie zum Beispiel Semikolons, die man irgendwo zwingend hinschreiben muss, oder geschweifte Klammern, wenn man sie nicht braucht. Man hat keine statischen Methoden oder Felder, man hat keine Operatoren, keine primitiven Typen, man hat nicht eine Spezialsyntax für Arrays, man hat keine keine Checked Exceptions und noch ein paar andere Späße, die man an Java eigentlich nicht mag, hat man in Scala auch nicht. Ein kurzes Beispiel, wenn einem das jetzt zu codelastig wird, dann Augen zu, es wird schlimmer. Ja, ohne viel Worte, man hat Typinferenz, das heißt, man muss den Typ nicht unbedingt hinschreiben, da wird aus dem Literal auf der rechten Seite, zum Beispiel aus einer Zahl oder aus einem String, automatisch inferiert. Man hat keine statischen Klassen. Im Endeffekt bedeutet das, das, was in Java vielleicht mal statisch war, wandert in ein Objekt, also in einen Singleton, und alles bleibt beim Alten. Ungefähr so. Orange sind hier da, sind die Instanzmethoden, Instanzfelder, und grün eben die statischen, die Klassenmethoden. Ja. Man hat keine Methoden oder Operatoren. Dafür kann man Methodennamen frei auswählen, was ganz besonders toll ist, weil man komplett Unicode zur Verfügung hat. Kann man tolle Dinge damit machen, man muss es aber auch nicht. Und ja, kann auch Punkt und Klammern weglassen, wenn sie nicht unbedingt erforderlich sind. Kleines Beispiel, hier deklariere ich eine Person mit Name und Alter. Hier zum Beispiel erzeuge ich eine Liste von irgendwelchen Personen. So kann ich zum Beispiel diese Liste ausgeben. Das ist eine, wie es in manchen Programmiersprachen bekannt ist, also ziemlich allen Programmiersprachen bekannt ist, außer Java, das sind Closures oder Higher Order Methods, denen ich eben mit diesem Person-Form-File, ist es eben geläufig? Okay, also im Grunde heißt es einfach, tue für jedes einzelne Element in diesem People etwas, in diesem Fall im println. Und da kann man einfach schöne Dinge damit tun, die man in anderen Sprachen vielleicht ein bisschen mehr Platz bräuchte. Zum Beispiel filtern, partitionieren, mappen, sortieren, gruppieren. Und natürlich geht es auch ein bisschen kürzer. Und ja, das waren jetzt nur so ein kleiner Einblick zu Collections. Es gibt noch viele, viele andere Collection-Klassen. Das waren jetzt die sequentiellen. Dann gibt es auch Parallele. Es gibt Collection-Klassen, die man auf der Grafikkarte laufen lassen kann. Und es wird gerade an welchen gebastelt, die man MapReduce-mäßig auf verschiedenen Rechnern verteilt ausführen kann. Ja, Ökosystem, man hat einen Interpreter. IDE-Unterstützung für IntelliJ, Eclipse, NetBeans, VI, Emacs. Man hat eigenes Build-Tool, falls einem Maven oder Ant nicht zusagt. Man hat wie Java-Doc eine eigene Scala-Doc-Dokumentation fürs Web. Und es gibt ganz viele Dokumentationen und Bücher. So. Dankeschön. Ja, wunderbar. Dann haben wir noch einen letzten Vortrag auf der Liste im Wiki zu Docman. Ja.
Nur mal gerade zu meiner Orientierung, wie viele Leute hier im Saal möchten denn noch gerne einen kurzen Vortrag halten? Hier einmal. Ah ja, okay. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Ja, hallo, mein Name ist auch F. Plätz und ich erzähle heute ein kleines bisschen über DocMan. Das ist ein kollaboratives Dokumentenmanagementsystem. Und zwar studiere ich aktuell Bindestrich-Informatik an einer privaten FH und da haben die Studenten halt nichts anderes zu tun, als ihre Skripte mal vorher, mal nachher, mal 10 Wochen später per E-Mail zu schicken. Und wenn man dann irgendwie dann sich irgendwann mal überlegt, dass man vielleicht doch was lernen müsste, ist es halt irgendwie ein bisschen unpraktisch, dann seine Inbox immer, die dann auch noch irgendwie verteilt liegt, zu durchforsten nach dem Dokument, was man braucht. Und da haben wir uns überlegt, fixen wir das noch mal. Also es gab am Anfang so ganz komische Lösungsansätze, so wie so, wir nehmen vielleicht mal irgendwie Dropbox und machen da so einen Shared Folder und das ist irgendwie auch scheiße und die Privatuni nimmt zwar irgendwie so 600 Euro im Monat, aber kann sich halt auch nicht mehr als 4 Mbit leisten und somit ist da halt irgendwie alles doof. Und dann haben wir gedacht, wir sind ja dann irgendwie dann so Webentwickler, dann machen wir mal irgendwie so was Eigenes mit Python in Django. Und haben dann halt DocMan gebaut. Das ist jetzt eine kollaborative Dokumentenverwaltung, die so jedes Mondformat speichern und replayen kann, die man haben möchte. Hat PDF-Volltextsuche, so bla bla, was man halt haben möchte. Das Ganze sieht dann in Aktion so aus. Man hat halt so eine Übersicht nach Kursen und Semester sortiert und kann dann eben da einen Account machen und läuft. Und da wir das jetzt irgendwie so toll gemacht haben, haben wir uns gedacht, die Arbeit irgendwie nur für uns zu machen, war irgendwie dann auch zu schade. Und deshalb haben wir uns jetzt überlegt, möchten wir das dann irgendwie auch mal anderen anbieten. Und das Ganze ist Open Source. Zusätzlich bieten wir halt auch an, das zu hosten, falls ihr irgendwie jetzt nicht so Bock habt, die ganzen Dependencies zu installieren. Ja, und da haben wir das GitHub-Repository, wo ihr es auschecken könnt und unsere DocMan-Seite, wo ihr halt euch einfach mal melden könnt und dann kriegt ihr halt einen Beta-Zugang von uns für euren Studiengang und ansonsten einfach bei mir melden. So, jetzt habe ich noch den zweiten Teil der Präsentation. Ach so, okay, du möchtest gleich weitermachen. Ja. Ja, okay. Wir hatten hier heute so einen Vortrag über Karten und da hatten wir irgendwie dann kurz danach noch so ein Intermezzo mit einem Kartensystem und ich werde einfach mal ein vielsagendes Video abspielen, was sich danach ergeben hat. Das ist also hier um die Ecke in dem Kino. Ja, eigentlich kommt dann das nächste Video, wenn VLC nicht total behindert ist. So, da war der Automat dann endlich frei. Und meine Original-Visa-Karte führe ich nun in den Geldautomaten ein. Nach kurzer Wartezeit ich meine Sprache auswählen darf als Kreditkartennutzer und dann meine PIN eingeben muss. Na, sie ist 1, 2, 3, 5. Ja, und dann werde ich halt gefragt, wie viel Geld ich haben möchte und das gebe ich dann halt ein und bekomme dann meine Original-Visa-Karte zurück. Und der Automat meinte dann halt auch noch, mir das Geld geben zu müssen. Und also, falls ihr irgendwie so auf eurer Karte hier so einen Chip habt, den braucht man eigentlich nicht. Es geht auch hier so eine Original-Visa-Karte, die man hier im Hausgebrauch herstellen kann. Vielen Dank. Mensch darauf achten, dass die Karte wieder ist. Ja, das ist schon bereit, ob die schon mal.
Okay, da wir etwas verspätet angefangen haben, behaupte ich einfach, wir dürfen auch kurz überziehen. Und es war jetzt nur noch Watz, der was sagen wollte? Ja, wunderbar. Dann. Okay. Ja, ich brauche nur einen Browser. Ich kenne mich doch mit dem Mac-Zeug nicht aus. Dann lernst. Nee. Warum nicht? Du bist so ein Rebell. Adapter? Mac. Ja, brauchst du doch nicht. Ich dachte, mir ist alles einfach. Zu was brauche ich denn einen Adapter? Halt's Maul. Mit einem ThinkPad, der hat noch einen VGA-Ausgang. Darf Google auf Google Connect? Geh doch mal auf nerdball.nerdtonight.org. Das habe ich schon auf dem Congress, warte. So. Ja. CAZ nicht mal installiert. Ja, sehe ja. Ich das? Schau es dir an, das ist CAZ. Ja. So, genau. Bevor. Das ist schon irgendwie deutsches Layout, ne? Nicht das irgendwie so Neo oder sowas, weil da doch, das ist hab ich keine Ahnung. Okay, ja, ich bin Watz von Nerd to Nerd und letzte GPN habe ich den Nerdball vorgestellt und leider haben wir gesehen, dass das ein bisschen abused wurde, so dass der User und das Passwort für den Nerdball Plaintext auf irgendwelchen Linksammlungen online stand. Das fanden wir irgendwie nicht gut und haben das Passwort geändert. Und da mich jetzt schon ein paar Leute gefragt haben, was zum Teufel ist jetzt nochmal das Passwort für Nerd2Nerd oder Nerdball? Der Username ist CCC und das letzte Kongressmotto. Na, warte mal. Falsch. So. Dann, alles zusammen, also keine Leerzeichen oder sonst irgendwas. Und für alle, die es noch nicht wissen, was ein Nerdball ist. Nerdball ist ein Image Collector aus dem IRC raus. Und das heißt, man ist in irgendeinem IRC-Channel und postet da einen Link zu einem Bild. Dann wird es gefetcht und landet da. Und so hat man zum Beispiel bei 4chan oder sowas, wenn da mal ein Bild, das irgendwie lustig ist, ja, Link angeben, dann fetcht er das, dann hat man es als Backup, bevor der Thread austimt. Ja, gerade eben zur GPN ist halt diverse Bilder da schon aufgetaucht, vor allem die da hier, weil wir noch anfangsweise Probleme hatten mit dem Code. Und das war das Problem mit Twists Code, der hat irgendwie nicht auf Clients geachtet, die disconnected sind und dann einfach alle 100 Mikrosekunden dann geschrieben, ja, ich warte noch auf den Client. Ins Log. Und yep. Deswegen könnt ihr euch da mal angucken und da könnt ihr auch suchen und ja, das ist das andere dazu. Könnt ihr auch danach suchen und taggen und weiß Gott was. Und die Idee ist jetzt, dass man neben den YouTube-Videos, die man auch da irgendwie jetzt mittlerweile embedden kann und dann auch downloaden, wenn ich YouTube gerade mal die API geändert hat, demnächst wird es wahrscheinlich noch Vimeo-Support geben und ja, mal sehen. Also, wollte ich nur wieder Updates geben. Danke. Wer zu faul für das ist, kann übrigens auch mediengewitter.de benutzen. Program.com, P-R-0-G-R-A-N-N. Ja, ja. Das ist bestimmt Pron. Nee. Ja, ja. Okay, möchte jemand noch ganz spontan irgendeinen Vortrag halten? Nein. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns nochmal mit einem herzlichen Applaus bei allen Vortragenden. Und ja, viel Spaß noch auf der GPN.